Dann war das hier die... Ja Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich bin viel zu verplant, um mir das zu merken. Was war das für ein Geräusch? Hier sind Enzo und der Rekrut in Hose. Suchst du was? Ja, ich suche was. Und zwar... Was habe ich da gehört? Und hier ist irgendwie keiner mehr. Was suchst du? Deine Mutter suche ich. Jarvis. Nie lag der nicht hier unten in der Kammer irgendwo? Hier gar keiner. Was ist hier? Ist da wer? Hier ist Bruno. Was suchst du hier? Meine Mutter immer noch. Was ist los? Aber das ist meine Schlafkammer. Da war Kato, doch was. Kaspar. Ist da jemand? Ich sollte mir das vielleicht wirklich mal merken, wer hier wo schläft. Tyler. Suchst du was Bestimmtes? William. Ey, ich hab doch was gehört. Ja, ich hab Käse gefunden. Was willst du Tyler, hier? Kaspar, William, komm, geht mir aus dem Weg. Suchst du was? Ja, immer noch. Ash. Ja, Lorne-Ochse darf sich ruhig mal blicken lassen. Kann ich verstecken. Was ich werde jetzt nochmal die Helligkeit hochstellen. Weil, ich das dann besser sehen kann. Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Ich sehe wirklich, wenn ich die Helligkeit hier im Dunkeln hochstelle, ist besser. Warum das so hier rumzickt bei mir, kann ich ehrlich gestanden nicht sagen. Es geht mir aber mindestens genauso auf den Sack wie euch. Bin nicht sogar etwas mehr noch, sogar noch. Was habe ich da gehört? Erlan, Jervis, ganz ich im trau Ernst. Dir ich nicht. Ich werde dich im nicht. Auge behalten. So. Ash, endlich. Kann das nicht noch warten? Nein, kann's nicht. So, jetzt unterhalten wir beide uns mal. Was willst du? Ich hab dir nichts zu sagen. Ich weiß, dass du Hemla das Kraut besorgt hast. Das ist nicht wahr. Du bist der einzige Novize, der Zugang zum oberen Bereich der Festung und zum Friedhof hat. Ha, na und? Was soll das beweisen? Komm schon, du wurdest gesehen. Hm. Oh, wollen wir nett sein oder böse? Seien wir böse. Sag mir die Wahrheit oder ich prügle sie aus dir heraus. Probier. Jetzt wird sich zeigen, ob du so weit bist. Bad Boy. Tja. Mitten in der Kammer hier immer fleißig fett aufs Maul. So, komm mal hier, Ash. So. Haben wir den Kerl quasi auch erleichtert. So, auch ein paar Krautstängel haben wir ihm auch noch mit abgezogen. Ist doch schön. Jetzt darfst du auch ruhig irgendwann wieder aufstehen. Den Stab klaue ich ihm nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, warum ich das nicht mache. Die haben dann immer so einen hässlichen Knüppel suchst auf dem Rücken was? Und das ist nämlich mehr so hübsch. So, komm hier, Ash. So. Sagst du mir jetzt, was du weißt? Also gut. Ja, ich habe Hemla das Zeug ja beschafft. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Aber du weißt etwas darüber. Na schön. Hemla hat gesagt, dass er bedroht wird. Irgendwer hatte was gegen seine Geschäfte. Und du hast keine Ahnung, wer. Hast du eine Ahnung, wer ihn bedroht hat? Nein, Mann. Und ich will es auch gar nicht wissen. Komm schon, gib mir irgendeinen Hinweis. Du willst wissen, wer Hemla getötet hat? Du willst das wirklich rausfinden? Ja. Klar. Dann verkauf du doch das Braukraut. Ich bin mir sicher, wer auch immer Hemla auf dem Gewissen hat, er wird irgendwann auch zu dir kommen. Hört sich nach einer gefährlichen Methode an. Gut, dann schmeiß mal dein Kraut. Gut, gib mir dein Kraut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Zeug mal freiwillig abgebe. Also pass auf, hier ist das Paket. Da sind noch 10 Stängel drin. Verteile davon so viel, dass der Mörder es mitkriegt und glaubt, dass du der neue Händler bist. Ach, noch eine Sache. Hemla hat die Dinger für 50 Gold verkauft. Wenn du sie loswerden willst, solltest du bei dem Preis bleiben. Gut. Das kriegen wir ja hin. Willst du einen Stängel Brauke haben? Hey, mir brauchst du das Zeug nicht andrehen. Ich hab die Schnauze voll davon. Aha. So, was machen wir, wenn wir alle verteilt haben? Was mache ich, wenn die Stängel verteilt sind? Den Köder spielen. Der Mörder wird sicher nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um zuzuschlagen. Er wird dich nur angreifen, wenn er sich sicher fühlt und niemand ihn stört. So wie bei Hemla. Ja, aber du wirst ihn erwarten.
Gib ihm eine Gelegenheit und er wird zuschlagen. Geh schlafen oder nimm ein ausgiebiges Bad. Auf so einen Moment wird der Mörder warten. Gut. Das kriegen wir ja hin. Nee, das ist schon wieder falsche Richtung. So, komm, jetzt haben wir uns mal noch in unser Bettchen wieder rein, ne? Ja, gehen wir beide ruhig schlafen, ne? So. Schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Können wir gelastet jetzt mit der Helligkeit einfach mal so. Ist jetzt nicht gerade weiter schlimm, glaube ich. Es geht halbwegs, also, naja. Es ist nicht schön, aber aktuell gerade mal notwendig. So, ich brauche mal ganz kurz hier so gucken und so, ne? Wir sind noch kein Level up, das ist schittrig. Das ist in der Tat riesen schittrig, weil ursprünglich bin ich ja davon ausgegangen, dass wir eins hochkommen, damit wir dann gegen Bronco antreten können. Machen wir das Ganze anders. Prügeln wir uns jetzt gleich mit ihm. Willst du was rauchen? Was? Du willst mir Brauke andrehen? Pass lieber auf, dass dich keiner erwischt, Kleiner. Okay, na komm her. Ich trete gegen dich an. Dann werde ich dir mal zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss. Tja, ich möchte ja ursprünglich, wollte ich ja hier nur Dings, ne? Ein stinknormaler Novize der Magie werden und kein Krieger. Aber gut, wenn du unbedingt meinst, dass das vonnöten ist, dann werden wir uns jetzt heldenhaft in die Arena begeben. Vorher allerdings speichere ich dieses lustige kleine Spielchen hier nochmal, dass wir den Spaß auch sicher haben. So, dann komm her. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Das ist ja irgendwie auch unfair, der hat ein Schwert, das ist scharf. Wir haben hier nur so einen vollen Holzknüppel, mit dem wir ihm ordentlich was aufs Maul geben. Und wir müssen kräftig aufpassen, weil der Kerl hat die ein oder andere, andere gute Attacke auch mit drauf, mit der er auch zwischendurch mal überraschend zuschlägt. Müssen wir immer aufpassen, dass er nicht hier genau das meint. Ich guck mal, der hat hier mit einem Schlag zieht er uns unglaublich viel Leben schon ab. Ja, da müssen wir aufpassen. Also ich gehe mal davon aus, auch, dass wir es nicht schaffen. Wir werden die Hilfe von William gleich in Anspruch nehmen. Wir sollten verkacken. Wenn wir nicht verkacken, dann... Ja, also ich meine, er hat jetzt hier mit einem Schlag uns schon richtig viel Leben abgezogen. Wir kommen auch kaum zu ihm durch mit unserem ollen Holzstab hier, mit diesem nichtsnutzigen Ding. So, guck mal her. Immer kräftig aufs Maul. So. Ja, das ist, er macht auch so wunderschöne Konterparaden immer wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gelernt haben. Ich bin nicht sonderlich gut da drin in Kombinationsschlägen. Also sollten wir sie schon können, werde ich das im Let's Play vielleicht ein bisschen üben auch. Einfach damit wir das ein bisschen besser hier hinbekommen und ein bisschen schicker dabei aussehen, wenn wir ja, da kämpfen, ne? Dass das nicht immer so einseitig, so ein einseitiges Kloppe wird. So. Ja, wir müssen echt aufpassen. Wir haben ihm erst die Hälfte der Leben abgezogen. Und wenn er jetzt nämlich nach seiner Konterparade nochmal draufhaut, dann wären wir ja wirklich volle Möhre weg. Und das ist ja irgendwie nicht so der Zweck der Sache. Mal gerade mal einen guten Treffer gelandet. Drei hintereinander, das ist wirklich gut. Ja. So. Komm her. Ja. So, genau das meinte ich nämlich. Wir sind jetzt K.O. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein... Doch, eigentlich habe ich was dagegen, wenn du dir mein Gold klaust. Das war jetzt auch sehr schick animiert. Irgendwie ist mein Stab jetzt gerade mal weg. Hallo, wo ist mein scheiß Stab hin? Ach, da ist mein Stab. Gut, den rüsten wir am besten gleich mal wieder aus. Und dann gibt's noch was zu saufen hinterher. So. Also, das ist jetzt ein Problemchen. Dann quatschen wir mal mit William, weil der hat eigentlich immer einen guten Plan parat. Komm mal her, du. So. Interesse an einem Stängel? Nein, lass mal. Das Zeug macht nur eine weiche Birne. Ah, okay, so eine bisschen. Das ist nichts für mich. Ja, ja. Komm. So, wie kann ich denn mit dem Ollen fertig werden? Wie kann ich mit Bronco fertig werden? Tja,
Entweder du trainierst so lange, bis du ihn besiegen kannst. Oder? Oder du sprichst mal mit Kaspar. Der kennt sich mit Tricksereien aus. Das wäre natürlich auch ein Plan. Also komm mal her, Kaspar. Du hast mir schon bei Himmler so geholfen. Dann komm mal her hier, ne? Das war. So, willst du einen Krautstängel haben? Willst du einen Krautstängel haben? Was denn? Übernimmst du jetzt Hemlers Geschäft? Ich versuche den Mörder aufmerksam zu machen. Oh Gott, ganz dezent. Aha, gut, dann gib mir doch mal einen Stängel. Hier ist dein Gold. Ja, ja, supi. Ich muss gegen Bronco antreten. Ja, genau. Ach du Scheiße, schätze, er mag dich nicht besonders. Kannst du mir helfen? Weißt du, warum er so gut ist? Er hat ein magisches Schwert. Du hast nur eine Chance, wenn du es schaffst, dass er mit einer anderen Waffe gegen dich antritt. Worte allein werden dafür nicht ausreichen. Mach ihn betrunken. Gib ihm Wein. Und das soll funktionieren? Klar. Und wenn er ein paar Flaschen Wein getrunken hat, gibst du ihm einen richtig harten Tropfen. Einen Wein, der seine Birne in einen Haufen Gebrösel verwandelt. Und du musst dir vorher natürlich eine andere Waffe für ihn besorgen. Eine schlechte Waffe. Das kriegen wir ja irgendwie hin. Also harten Tropfen? Woher krieg ich einen harten Tropfen? Fred hat ein paar Schätzchen aus dem Keller. Da sind ein paar starke Sachen dabei. Weine von Magiern. Ganz übles Zeug. Und besorg dir ein paar Krüge normalen Wein. Damit versetzt du ihn schon mal in die richtige Stimmung. Gut, das kriegen wir ja hin. Wo krieg ich die schlechte Waffe? Wo bekomme ich eine schlechte Waffe? Bei wem bekommt man hier Waffen? Genau, dachte ich mir schon. Gut. Dann besorgen wir uns erstmal das schlechteste Schwert der Welt. Von unserem lieben Carlsen. Hallo, hallo, hallo. Ich brauche eine schlechte Waffe. Willst du mich beleidigen? Oh. Nein, ich meine es ernst. Du hast doch bestimmt eine schlechte Waffe. Ich habe nur gute Waffen. Also hau ab, du Spinner. Ach, komm schon. Hör zu. Ich weiß, dass du ein guter Schmied bist. Ich bin ein hervorragender Schmied. Nicht so eitel. Genau. Mensch, ey. Aber hast du nicht irgendein rostiges, altes Einzelstück, das du nur aus sentimentalen Gründen aufhebst? Naja, also, ich habe da noch ein Stück Stahl. Das hat ein tumber Lehrling vor 20 Jahren aus einer Bratpfanne zusammengeflickt. Klingt gut. Es lag jahrelang in einer Pfütze mit fauligem Wasser. Sehr gut. Es ist schwer, unhandlich und stumpf. Wahrscheinlich das schlechteste Schwert der Welt. Das ist genau das, was ich suche. Kann ich es haben? Da du dich dafür begeistern kannst, sollst du Yay, es haben. Yay, geil. Ich wollte schon immer mal ein richtig schlechtes Schwert haben. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz mit Freddy quatschen. Na, wo ist denn der Olle? Hin. Freddy ist, glaube ich, der hinten bei den Schweinen. Ja, der kümmert sich dann um den Schweinemist. Recht. Ja. Hallo Fred. Hey, noch nicht lange hier, was? Ich bin Fred. Hallo Fred. Du kannst eigentlich mal für mich hier weitermachen. Nein. Den Mist wegschaufeln? Warum sollte ich? Ich verlange ja nicht, dass du es umsonst machst. Ja. Was hast du anzubieten? Ich habe was ganz Besonderes. Eine Flasche herben Feuerrausch. Willst du Brauke? Hast du was? Nach der Sache mit Hemmler habe ich schon befürchtet, ich kriege hier nie mehr was zu rauchen. Okay. Hier, beste Ware. Weißt du, ich weiß gar nicht, was besser ist. Rauchen oder trinken? Glaube ich mal. Ich mache beides. So siehst du auch aus. Ja. Was ist dieser Feuerrausch? Ein Wein. Einer, den ich an deiner Stelle nicht trinken würde. Warum nicht? Der Keller ist voll mit Weinflaschen. Einige sind lieblich, andere fruchtig, aber alle heben sanft das Gemüt. Das hat Wein so an sich. Aber dieser hier ist was Besonderes. Das ist doch ein paar Schlucke davon reichen aus, um einen Mann größenwahnsinnig zu machen. Er wird sich gut fühlen, aber er wird nicht mehr merken, was er sagt. Also heb ihn dir für eine besondere Gelegenheit auf. Das ist genau das, und wenn was du wir mal brauchen. Selber einen guten Tropfen trinken willst, lass es mich wissen. Mhm. Ich brauche definitiv einen. Gib mir eine Flasche. Na klar. Und ich kaufe auch noch eine zweite zur Sicherheit. Einfach nur. Ja. Gib mir eine Flasche. Na klar. Für den Fall, dass wir mehr brauchen, um den Trottel da umzulegen, ne? Ich sehe mal, ob ich jemand... Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Hier, nimm die Flasche.
Ich vertraue dir. Und noch was. Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Ich meine natürlich die anderen Novizen, nicht dich. Ja, natürlich. Denn wir sind ja selbst ein Novize, du Trottelkopf.